Das ist Thomas Hammer. Thomas ist ein ausgezeichneter Tennisspieler. Bei den steirischen Meisterschaften konnte er schon punkten. Doch der Spaß am Wettkampf ist nur ein Grund für ihn, Sport zu machen. Allgemein, der Sport, sage ich mal, ich mache sehr viele Sachen, ich tue an und für sich Eishockey spielen hobbymäßig. Das muss ich jetzt aber leider Gottes auch ein bisschen zurückschrauben aus knietechnischen Gründen. Wir gehen im Winter sehr gerne Skifahren mit meiner Familie mehr oder weniger, mit meiner Lebensgefährtin und meinem Sohnemann. Und für mich ist es selber einfach wichtig zum Kopf leer machen, ein bisschen nach dem Arbeiten, einfach ein bisschen den Kopf freikriegen wieder. Arbeiten tut Thomas seit über 20 Jahren bei den Stadtwerken Kapfenberg. Hier hat er 1995 seine Lehre zum Elektrotechniker begonnen. Seine Karrierelaufbahn kann sich sehen lassen. Ich habe 3,5 Jahre lang die Lehre gemacht als Elektroinstallateur. Habe dann bis zum Jahre 2009 auf der Baustelle als Monteur und Obermonteur arbeite draußen ganz normal und bin seit 5 Jahren im Büro in der Technik und in der Planung der Elektroinstallation tätig. Gibt es heute also noch Dinge, die du sagen würdest, die hast du damals auch schon gemacht, die du heute immer noch machst? Im Großen und Ganzen eigentlich nicht, weil ich wirklich von der Baustelle komplett weg bin sozusagen und wirklich eigentlich rein in Bürojob habe und einfach sehr viel beim Kunden draußen bin, Angebote erstellen, Planungen machen für den Kunden, die Monteure, Lehrlinge einteilen, dementsprechend betreuen auf der Baustelle. Das heißt, richtige manuelle Arbeit habe ich eigentlich nicht mehr. Vermissen tut er die Arbeit auf der Baustelle schon manchmal. Höchste Zeit, noch einmal zu seinen Anfängen zurückzukehren und zu schauen, was von damals noch hängen geblieben ist. Wir fahren zur Baustelle der Firma Steinwender in Kapfenberg. Das ist jetzt der hintere Bereich von dem Gebäude. Was wird da jetzt noch gemacht? Das ist wie gesagt ein Zubau worden von der Firma Steinwender, wo wir jetzt dann natürlich die ganzen Elektroinstallationen durchführen, die ganze Heizungseinbindung elektrisch machen, die ganzen Beleuchtungen dementsprechend ausführen. Es gibt vorne eine Werkstatt drinnen, wo dann die Installateure sozusagen einige Vorbereitungen für die Baustelle treffen können und für das richten wir die komplette Elektroinstallation her sozusagen. Schauen wir uns mal an, was du von früher noch warst. Können wir gerne machen, ja. Na geht doch, seit 5 Jahren im Büro und noch nichts verlernt. Thomas Aufgabenbereiche reichen inzwischen von der gesamten Elektroinstallation bis hin zu Photovoltaik und Solaranlagen. So war er auch maßgeblich an der Planung des Großprojektes Haus der Zukunft beteiligt. Das Wohnhaus in der Johann-Böhm-Straße weist einige Besonderheiten auf. Ja, es ist so, dass das komplette Haus generalsaniert worden ist. Das heißt, es ist wirklich vom alten Gebäude nur die Gebäudehülle sozusagen überblieben. Es sind dann dementsprechende Fassaden, gedämmte Fassaden vorgesetzt worden. Es ist am Dach oben eine große Photovoltaikanlage errichtet worden und eine Solarthermieanlage hinten am Segel. Es sind einfach dementsprechende Änderungen an der Elektroinstallation komplett erneuert worden und ja, es ist eigentlich ein komplettes Passivenergiehaus. Apropos Haus der Zukunft, was hat unser Mitarbeiter der Woche denn in Zukunft noch geplant? Ich habe heuer von Ende Februar bis Mitte Juli die Unternehmerschule absolviert, was für mich sehr wichtig ist, weil ich bin rein, wie gesagt, von der technischen Seite und das ist jetzt quasi die komplett andere Seite. Das ist sehr wichtig für unseren Bereich sozusagen, dass man das auch dementsprechend abdecken kann. Diverse Schulungen, Weiterbildungen ist in unserem Bereich, in unserem Beruf sowieso wichtig, aufgrund der Normentechnik, Gesetzeswelt. Das müssen wir sowieso machen, sage ich mal, dass wir da immer auf dem neuesten Stand sind. Und ja, alles, was weiter noch kommt, weiß ich noch nicht genau eigentlich, ob noch irgendwas kommt, was ich noch weitermache, irgendeine andere Zusatzausbildung. Mal schauen, schauen wir mal. Was Thomas sicher weiß, ist, was er heute nach Feierabend macht, nämlich mit seiner Familie Tennis spielen. Zuerst bin aber ich dran. Seine Lebensgefährtin hat Thomas damals beim Sport kennengelernt. Eine Leidenschaft, die inzwischen auch der Sohnemann teilt. Die Lebensgefährtin hat auch Handball gespielt lang und der Sohnemann hält uns auch ziemlich auf Trab. Spielt selber mittlerweile auch seit einem Jahr Tennis. Ich da drinnen in Redfield trainiert er zweimal in der Woche und der hält uns ganz schön auf Trab. Ja. Was ist dir im Leben besonders wichtig? Gesundheit und die Familie. Das ist das Wichtigste. Eine Eigenart von dir? Ich bin eigentlich ein launischer Mensch, sage ich mal. Es ist nicht immer ganz so einfach, sage ich mal. Es ist halt, ich bin nicht immer gleich gut drauf. Das ist teilweise berufsbedingt, sage ich mal auch. Aber das ist oft sicher auch nicht leicht für meine Lebensgefährtin.
weil ich kein Typ bin oder ich schaffe es nicht so, dass jetzt, wenn ich von der Firma rausgehe, dass ich das einfach zu 100% abschalten kann. Aber da arbeite ich halt noch dran und ich hoffe, dass mir das demnächst gelingen wird, dass ich das dann wirklich ganz abschalten kann. Auf der anderen Seite, was schätzt deine Lebensgefährtin an dir? Dass ich so bin, wie ich bin, denke ich mir mal, weil sonst war man nicht 18 Jahre benannt. Sehr glücklich benannt, muss ich sagen. Und ich hoffe, das halt die nächsten 30, 40 Jahre. Dann ist es gut so. Ja, und auch wir wünschen Thomas, dass es die nächsten 30, 40 Jahre mindestens genauso gut läuft wie bisher.